Wenn der kleine Hunger kommt. Auf dem Wochenmarkt gibt es so einiges an Möglichkeiten, um genau den zu stillen. Aber bei all den Angeboten hier ist es gar nicht so einfach, sich für etwas zu entscheiden. Die einzige Frage dabei aber ist, mit oder ohne Fleisch? Ich mag beides. Meine Kollegen sind da aber ganz anderer Meinung. Ich esse Fleisch für mein Leben gern. Leichenteile esse ich nur über meine Leiche. Die Deutschen essen immer weniger Fleisch. Knapp 10% der Bundesbürger ernähren sich vegetarisch. Genau wie ich. Denn der Appetit vergeht mir bei diesen Bildern. Industrielle Fleischherstellung ohne Rücksicht auf die Tiere. Sorry, Jonas, aber hast du sowas schon mal gesehen? Ja, das ist wirklich unappetitlich, aber daran denke ich doch nicht ständig, wenn ich Fleisch esse. Das ist nämlich würzig, gehaltvoll und einfach lecker. Warum sollte ich freiwillig darauf verzichten? Aus Rücksicht auf andere Personen vielleicht. Denn das ist immer noch meine Küche, Jonas. Und wenn du hier brätst, dann stinkt's. Das sehen aber nicht alle so wie Lukas. Statistisch verspeist jeder Deutsche durchschnittlich 1094 Tiere in seinem Leben. Konsumenten sind vor allem Männer. Sie essen doppelt so viel Fleisch wie Frauen, am liebsten Schweinefleisch. Wir fragen mal, ob das stimmt. Was geht bei Ihnen denn am besten und wer kauft das überhaupt? Schweinefleisch geht am besten und meistens essen die Männer größere Portionen wie die Frauen. Früher, als ich klein war, gab es immer noch ein Scheibchen Wurst, wenn man beim Metzger war. Kriege ich von Ihnen auch eine? Dankeschön. Die ist aber nicht für mich, sondern für Jonas. Lukas, gib sie ihm doch mal. Danke. Gerade ich als Sportler habe durch Fleisch das Gefühl, dass ich einfach mehr Power habe. Steigert Fleisch wirklich die Leistungsfähigkeit? Ob das stimmt? An der Deutschen Sporthochschule Köln treffe ich Ernährungswissenschaftler Carsten Köhler. Grundsätzlich hat der Körper nach dem Sport Bedürfnis nach bestimmten Nährstoffen, die ich über Fleisch abdecken kann, die ich aber genauso gut auch eben über pflanzliche Produkte abdecken kann. Ich denke, da wird jede Menge Konditionierung dabei sein. Das heißt, wenn er gewohnt ist, nach dem Sport Fleisch zu essen, dann will er das natürlich auch nicht hergeben. Siehst du, Jonas? Alles nur Gewohnheit. Und Vegetarismus ist die ultimative Diät. Wir Veggies sind um ein Drittel weniger anfällig für Übergewicht. Naja, das bedeutet ja nicht, dass man als Fleischesser automatisch dick wird. Schau mich an. Und außerdem, lieber Lukas, gibt's für mich nicht auf jeder Party immer eine Extrawurst. Alles ganz nette Argumente. Aber wisst ihr was? Ich mag euch beide.